Herzlich willkommen zum Gemüsefond-Podcast. Und wir waren schon wieder im Kino und damit hallo an meinem Co-Moderator Tom Arte. Hallo Tom. Ja, hallo Arti, hat mich gefreut, dass wir gleich zweimal die Gelegenheit hatten, in einen schönen Kinofilm zu gehen. Oder vielleicht auch weniger schön. Zumindest ein Kinofilm. Ja, leider. Denn wir waren in Indiana Jones, oh Gott, wie heißt er? Irgendwas mit Rat des Schicksals oder Und so, das ne? Rad des Schicksals, genau, The Dial of Destiny auf Englisch. Das ist der fünfte Teil dieser Reihe, 15 Jahre nach dem letzten, von 2008 war der. Königreich des Kristallschädels, der war ja schon hart kritisiert. Ja, und jetzt kam halt dieser fünfte und der soll jetzt nun tatsächlich der Abschluss dieser Reihe gewesen sein. Einfach ganz ehrlich, wird auch daran liegen, der Harrison Ford ist jetzt 80, wie er diesen Film gedreht hat. Also zu viel mehr würde er ja auch leider nicht mehr kommen. Also es gibt noch Möglichkeiten, aber ich denke, bevor wir da losreden, schauen wir uns einmal den Trailer an, wie immer, ja? Richtig. Wenn du bereit bist, drücke ich hier auf Play. Mhm. Genau, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Trailer. Ich bin jetzt im Ruhestand. Wenn das so ist, was trinken wir? Ein für meine Patentochter. Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte. Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte? Keine Bewegung. Wir müssen hier verschwinden. Stopp! Entschuldige. Helena! Dr. Jones, findet ihn. Hitler machte Fehler. Und damit werde ich sie korrigieren. Sie haben es gestohlen. Dann haben Sie es gestohlen. Und dann habe ich es gestohlen. Das nennt sich Kapitalismus. Schnallen Sie sich an. Es könnten Turbulenzen auftreten. Du hast deine Chancen genutzt. Fehler gemacht. Und jetzt ein letzter Triumph. Mach ihn in die Hölle heiß! Indiana Jones! Ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Ich wurde mit Voodoo gefoltert. 9-mal angeschossen. Auch einmal von deinem Vater. Ah! Entschuldigung! Doch danach habe ich gesucht. Mein ganzes Leben. Wunderbar, das war der Trailer und der läuft jetzt hoffentlich hier leise im Hintergrund, so ein bisschen als Hintergrundrauschen, wie immer. So ist es. Ja, Mensch. Patti, wie fandst du's? Also durchwachsen. Also ich, in meinen Augen, ich bin vielleicht ein bisschen hart, ist es kein guter Film. Es ist höchstens Mittelmaß. Ich kann ja gleich mal vorwegnehmen, was ich meinte mit, dass es vielleicht nicht der letzte Film gewesen ist. Man sieht es ja hier auch im Trailer. Teilweise gibt es ja, Zeitsprünge, sodass Harrison Ford oder Indiana Jones wieder jung ist. Und da ist ja halt voll CGI animiert. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, wo man in Zukunft sagt, man macht nochmal einen neuen Indiana Jones mit halt vollständig computeranimierten Harrison Ford. Aber ich denke nicht, dass das jetzt passieren wird. Aber möglich wäre es halt. Es wäre möglich, ja, ich glaube nicht, dass es möglich wäre, muss ich ehrlich sagen, weil der wird ja in diesen Szenen trotzdem gespielt haben, also sich wirklich hingesetzt haben, und dann werden die halt das nachträglich, was sie gefilmt haben, verjüngt haben, sein Gesicht. Aber ich meine, er ist halt nun mal 80. Ich denke nicht, dass er da noch sich an einen neuen Film ransetzt. Na, bei Star Wars war doch dieser eine Admiral da, der war doch gestorben. Und da Der haben sie Moff den doch, Tarkin, ja. ne, genau, und da haben sie noch komplett computeranimiert. Ah, okay. Ja, aber der hat, glaube ich, nur ein, zwei Sätze gesagt oder so. Ja, Und über aber den ganzen Film, jetzt. den Hauptdarsteller jetzt Computer zu animieren, so Naja, weit sind wir noch nicht. so perspektivisch wird ja die Technik besser. Und der letzte Film war was, 15 Jahre her? Also ich kann mir vorstellen, nochmal Richtig. 15 Jahre später kommt dann in die. Sechs. Ja, keine Ahnung. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Also ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil es ist auch irgendwann mal gut, ne? Ja, und also das sind wir schon mitten beim Film. Ja, mit diesem Film tragen sie es nämlich auch wirklich zu Grabe. Also es ist so ein bisschen, man muss hier sagen, man braucht das Richtige, wie der Held der Steine immer sagt, Erwartungshaltungsmanagement. Also du hast gesagt, du fandst den Film ziemlich schrecklich. Und du, ich weiß noch, wir sind aus dem Kino gegangen und du hast so gern, darüber können wir so ein richtig schönes, langes Hate-Video machen. Ja. Und ich fand ihn auch nicht sonderlich gut, aber ich habe halt auch gar nichts erwartet, weil ich vorher schon so ein bisschen die Kritik mitbekommen habe, ohne die jetzt intensiv mir angeschaut zu haben. Und ich wusste da schon, naja, viel zu erwarten ist da nicht. Und deswegen fand ich ihn dann doch überraschend okay. Aber ja, der hatte halt so viele Dinge, die einen stören. Auf die können wir jetzt vielleicht nach und nach eingehen. Ich glaube, der Unterschied ist, zum einen habe ich keine Sachen vorher mir angeschaut und ich habe auch nicht den anderen Film davor geschaut. Ach nein, du hast den vierten tatsächlich nicht gesehen? Weil da hat mir einer gesagt, der ist so scheiße, guck ihn dir bloß nicht an, der versaut dir alle Indiana Jones Filme. Und habe ich damals nicht gemacht. Und ja. Interessant. Jetzt habe ich es mir damit versaut. Interessant, dann hast du das ja zum Beispiel gar nicht verstanden, dass es streckenweise kurz um den Sohn von Indiana Jones ging. Der wurde ja nämlich im vierten Teil eingeführt, das war Shia LaBeouf, der dann den Sohn von Indy gespielt. Mhm. Und das wurde hier nur so kurz abgehandelt, in einem Satz wurde das, ich will jetzt nicht spoilern, wurde so ein bisschen auf das Schicksal von diesem Sohn eingegangen, was noch mit dem passiert ist. Sprechen wir mal kurz über den Film. Also kurz, um den einzuordnen, was sehen wir überhaupt? Also der Film spielt in den 60ern. Das heißt, Indy ist, ja, weit über seine große Zeit drüber. Er ist halt, gleich wie am Anfang eingeführt wird, ist so dieses typische Ding, was Lucasfilm und die Disney-Filme gerne machen. Er ist halt der ehemalige Held, der jetzt gealtert ist und sinnlos rumhockt. Also ähnlich, wie wir es schon gesehen haben, zum Beispiel in dem Star-Wars-Film, in dem achten Teil, wo Mark Hamill dann an irgendeinem Alienwesen an der Milchzitze sitzt und diese Milch rauszieht und das Lichtschwert einfach von sich wirft und dort so als Eremit einsam rumhockt. Und so ähnlich war es jetzt hier mit dem Indy. Wir sehen das hier am Anfang gerade. Er hockt in diesem Sessel und dann steht er noch auf. Und dann haben die es wirklich so gemacht. Also das fand ich ein bisschen würdelos. Dann steht er da rum und Harrison Ford, finde ich, sieht immer noch fantastisch aus mit seinen 80 Jahren. Aber es wird halt gleich am Anfang sehr darauf eingedroschen. Ja, Harrison Ford, du bist jetzt alt, Indiana Jones und all seine Bewegungen sind träge und so weiter. Und da kommen auch die ganze Zeit die Sprüche. Ja, ist halt so auf dem Abstellgleis irgendwie, ne? Er fängt auch gleich sein Frühstück mit dem Drink an, ne? Richtig, richtig. Und er ist natürlich wütend, weil die jungen Leute neben ihm Party machen. Also er ist einfach zu einem alten Mann geworden. So, und er hält auch eine Vorlesung dann. Das hatten wir eigentlich immer in den Indie-Filmen, dass er eine Vorlesung hält. Und mir ist zum Beispiel noch im ersten Teil im Gedächtnis, wie ihn alle die Studentinnen da angehimmelt haben. Ja. Und hier war es natürlich ganz anders. Also die Studentinnen, die waren da am Einschlafen, fanden das ein bisschen langweilig, dem seine Vorlesung. Ja. Und ja, was entspinnt sich dann für eine Handlung? Es geht hier um dieses Rad des Schicksals, hieß es. Und das Rad des Schicksals, das war ein Artefakt, das hat der Indiana Jones früher mal in seiner Hochzeit mit einem alten Kumpel entdeckt und den Nazis abgejagt. Man muss dazu sagen, das wird in den ersten 20 Minuten dieses Films erzählt. Also die ersten 20 Minuten, die spielen nämlich in der Vergangenheit und die sind halt mit einem computeranimierten Harrison Ford und sind wirklich so noch, wie man sich einen Indiana Jones Film vorstellt. Richtig, die ersten 20 Minuten fand ich auch waren mit Abstand die besten im Film. Es war halt so eine schöne Startsequenz auf jeden Fall. Ja, absolut. Also, ja, ich weiß nicht, da hat einfach das Pacing gepasst, wie man so sagt, der Rhythmus. Also, da kam Action-Szene an Action-Szene. Das ist mir schon immer aufgefallen bei den Indiana-Jones-Filmen. Die ersten Minuten waren immer die besten. Auch damals in dem ersten Film, da hast du diese ganz berühmte Szene, wo er in diesem Tempel ist und dann rollt dieser Stein darunter. Ja. Genau, und dann wird er von den Eingeborenen gejagt und fliegt mit dem Flugzeug weg und so weiter. Und hier war es halt diese Szene auf dem Zug gegen die Nazis. Das war schon geil. Ja. Also der Rhythmus ist halt auch wirklich so ein ganz bestimmtes Element in dem Film, finde ich. Also da kommen wir, glaube ich, später noch drauf. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt sind wir sozusagen in der Gegenwart. Das ist sinngemäß gerade zur Mondlandung zeitlich einzuordnen. Und die Tochter oder seine Patentochter ist es wohl auch, also die Tochter von dem
anderem Professor, mit dem er damals das Artefakt geborgen hat, taucht wieder auf und ja, versucht ihn so ein bisschen ja, zu animieren, wieder das Rad der Zeit oder das Rad des Schicksals zu finden. Richtig, und da müssen wir vielleicht einfach gleich mal auf diese Figur zu sprechen kommen. Also diese Patentochter vom Indy, die ist jetzt hier so ein bisschen die Diana Jones, also sie ist halt hier neben ihm die ganz große Hauptfigur und sie ist schon wieder genau, auch da wieder dieser Vergleich zu Star Wars, der drängt sich einem förmlich auf, sie ist halt so dieser Girlboss-Charakter. Also die Frau, die alles kann und die super toll ist. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie von sich sagt, ja, ich bin so kühn und wunderhübsch und schlau und irgendwas. Ja, die wollte ich noch klippen, mal gucken, ob ich es irgendwann schaffe. Ja, und sie ist so klug und kann alles und tut jedem Mann ins Gesicht schlagen und sich auf Autos werfen. Also die absolute Actionheldin einfach. Und dann gibt es zum Beispiel so eine Szene später noch, ohne das jetzt zu hart zu spoilern, da ist sie auf so einem Boot und tut allen wirklich so einen Vortrag halten, wo sie irgendein Rätsel gelöst hat und alle anderen sind natürlich zu dumm. Und also diese Figur war wirklich unfassbar unsympathisch. Ich fand die unfassbar unsympathisch von der ersten Sekunde an. Es liegt auch leider, muss ich sagen, an der Schauspielerin. Also man hat es ja oft so, dass man einfach von den Schauspielern her eine Figur unsympathisch findet. Weil das Problem ist halt an ihr, für mich, Harrison Ford ist ein Superstar, auch mit seinen 80 Jahren noch. Also definitiv. Er ist einfach ganz, ganz, ganz großer. Und sie ist echt verglichen mit ihm, sowohl schauspielerisch als auch charismatisch, ein kleines Licht, wird aber hier so dargestellt und tut sich selbst so überhöhen, als wäre sie eben was Besonderes. Und das ist halt gerade in dem Kontrast zu Harrison Ford, ist sie halt eine Witzfigur, muss man leider so sagen. Es hätte halt so eine schöne Schülerin-Meister-Beziehung oder so werden können, aber sie ist ihm ja in allem überlegen. Also sie ist ja auch in Archäologie besser. Sie kann besser irgendwelche Codes knacken von Archimedes und was weiß ich nicht alles. Also sie hat auch keine Schwächen. Also minus diese eine mit diesen mit diesen Käfern in der Höhle. Richtig, richtig, richtig. Das war sie die einzige Schwäche in Anführungsstrichen. Genau, genau. Indiana Jones, der hatte zum Beispiel immer die berühmte Schwäche, dass er Angst vor Schlangen hat oder so. Mhm. Aber sie hat sie keine macht sich noch drüber lustig. Ja. Genau, sie ist der absolute Girlboss. Und dadurch ist sie halt super nervig. Und sie ist halt sowas von im Fokus von diesem Film. Also, sie ist nicht mal zweitrangig, finde ich. Ich finde, sie ist wirklich vom Redeanteil auf gleicher Höhe mit Harrison Ford hier. Definitiv. Ja, ja. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn du so eine Figur hast, die einfach unsympathisch ist und ja, dann so viel Anteil hat. Gut, haben wir genug über die erzählt. Vielleicht erstmal zum Film an sich. Wie geht's denn weiter? Mach du mal weiter. Ja, es wird ja noch der Bösewicht eingeführt. Das ist so ein Ex-Nazi-Wissenschaftler, der dann nach dem Krieg in die USA geht und anscheinend dafür sorgt, dass die Mondfähre landen kann. Also ein bisschen läuft die Geschichte anders als bei uns. Und er ist halt auch auf der Suche nach diesem Artefakt. Und ich habe das erst gedacht, ich habe das verwechselt, aber in der Startsequenz, die in der Vergangenheit spielt, kämpft er in Anführungsstrichen mit Indy auf dem Zug und wird von so einem Bahnsignal am Rand vom Zug geschmissen bei voller Fahrt. Also eigentlich ist er in meinen Augen war er da gestorben in dem Moment und ich war richtig verwirrt, als er dann in den 60ern wieder auftaucht. Ohne eine Metallplatte in der Fresse oder irgendwelche Gebrechen von dem Sturz, sondern der ist halt fit. Das war ja, so, das war übelst da dachte ich, es ist der Zwillingsbruder oder irgendwas oder keine Ahnung, also das war so seltsam. Aber gut, anscheinend hat er auch ein bisschen Plot-Armor gehabt, keine Ahnung. Und ja, der versucht halt auch dieses Artefakt zu bekommen, weil er sich ja davon erhofft, ein bisschen die historischen Ereignisse abzuändern, sagen wir es mal so. Genau, genau. Und jetzt entspinnt sich halt so die übliche Verfolgungsjagd, ne? Wenn man so möchte. Ja, so ist es. Die jagen dann halt diesem Artefakt hinterher und da muss man schon sagen, das ist dann nächster Kritikpunkt von mir, ist so ein bisschen dieses Pacing, also der Rhythmus. Ich sollte diese Rhythmus ist schon englischen super. Wörter ablegen. Ja. Rhythmus ist ein wunderbares Wort, genau. Der Rhythmus, erstmal, der Film ist zu lang. Also er geht 2,5 Stunden. Oh Gott, ja. Und
das ist für so eine Abenteuergeschichte wirklich zu lang. Wir haben es tatsächlich selber im Kino erlebt, wie zum Beispiel so eine Szene war, wo die dann einfach sinnlos miteinander geschwafelt haben, der Indy und die Diana Jones hier. Mhm. Und neben uns einer laut hörbar war der gemacht. Und so ging es uns auch. Ich habe dann auch teilweise aufs Uhr geguckt. Ah Gott, jetzt geht ja noch eine Stunde und so. Das war einfach zu lang. Und so war es auch mit den Szenen teilweise. Also die Action-Szenen fand ich persönlich zum Beispiel waren gut gemacht, aber die waren oftmals zu lang. Zum Beispiel diese Verfolgungsjagd, die man hier sieht, in Marokko oder Marrakesch oder irgendwo, wo das spielen sollte. Gut, die ging 20 Minuten oder so, ja? Ja, also. Die ging ewig. Und genauso die Verfolgungsjagd am Anfang in New York auf dem Pferd und so, wo die dann durch die U-Bahn reiten und was weiß ich. Ja. Das war alles zu lang. Der Rhythmus, das war nicht so wie früher. Der Rhythmus hat nicht gepasst. Man muss dazu sagen, der Film wurde auch nicht von Steven Spielberg gedreht, sondern von James Mangold, also einem anderen Regisseur. Und das merkt man an. Also selbst der vierte hatte noch einen besseren Rhythmus, bessere Einstellung als dieser hier. Ja, und das Ding ist halt, zwischen diesen Verfolgungsjagden gab es halt so Stellen, wo die wirklich auf der Stelle getreten sind. Über mehrere Minuten. Also zum Beispiel diese eine Szene, wo die da auf dem Schiff sind und sie macht diesen Kartentrick. Das geht irgendwie 5 Minuten und hat überhaupt nichts zur Story beigetragen. Ne? Sie zeigt der Schiffsbesatzer irgendeinen Kartentrick und also, wow, Mensch, bist du cool. Aber da hätten wir einfach weglassen können. Ne? Ja, aber 5 Minuten ging es nicht. Ja, ich habe es vielleicht übertrieben, aber so, das läppert sich halt ganz schnell zusammen. So. Ja, ja, richtig, richtig. Und dann springst du wieder zu so einer Verfolgungsjagd, die so von 0 auf 100 geht wieder. Ja, das ist halt hier so eine... Ja, also dieses Thema der Verfolgungsjagd spielt halt die ganze Zeit hier eine Rolle. Also die jagen halt diesem Artefakt hinterher, diesem Rad des Schicksals. Das ist so dieser MacGuffin, den die alle wollen. Ja. Und dann begegnen sie sich halt immer mal wieder. Das Team Indy begegnet halt diesem Team Mads Mikkelsen, diesen bösen alten Nazis. Und die begegnen sich halt wie so ein Gummiband. Ne? Es ist nicht logisch. Ne? Genau. Also die beste Stelle kann ich ja vielleicht mal zitieren, für mich zumindest die beste Stelle. Unsere Hauptprotagonisten hauen mit dem etwas schnelleren Schiff ab und die Bösewichte müssen das andere Schiff erstmal wieder flott machen. Und der Hauptbösewicht schnappt sich ein Fernglas und guckt, wo sie hinfahren. Und dann biegen sie irgendwie nach links ab im Mittelmeer und dann sagen die, Moment, die fahren ja gar nicht nach Osten, die fahren nach Westen. Und dann wissen sie, aus irgendeinem Grund natürlich genau an welchen Hafen die da im Mittelmeer anlegen werden. Gibt ja nur einen, ne? Ist ja logisch. Also. Genau, man muss dazu sagen, sie sind in der Nähe von Athen, an der Ägäis, an der griechischen Küste. So. Und sie sehen, Indy fährt dort irgendwie nach Westen. Und dann treffen sie die wieder in Syrakus auf Sizilien. Also das ist ja sonst wie viele Kilometer weiter. Aber die wussten, die fahren nach Westen. Da müssen die ja nach Syrakus, wie man es ausspricht, gefahren sein. Man muss vielleicht dazu sagen, der Gegenspieler ist halt nicht wie in den anderen Indie-Filmen auch irgendwie selber archäologisch bewandert. Das ist ein Physiker. Also der hätte sich das jetzt nicht mal so zusammenreimen können aus der Mythologie oder so. Dass, ne? Sondern das ist ein Physiker, der weiß, die fahren nach Westen. Ne? Ja, das verstehe ich. Also, und das ist ja nicht das einzige Mal, dass das ist. Das ist das Schlimmste, fand ich so, von der Unlogischkeit her. Ja. Und das ist auch so der krasse Unterschied zu den anderen Indie-Filmen. Wenn Indy versucht hat, die Nazis aufzuspüren, dann hat er sozusagen immer ein archäologisches Rätsel gelöst, wo sie als nächstes hin müssen. Ne? Mhm. Und hier war das halt einfach so, ich bin wieder da. Ja, war so ein bisschen wirr. Ich wollte vielleicht nochmal kurz, weil mir das jetzt hier einfach einfällt, wenn ich die Szene nochmal Revue passieren lasse, wollte ich nochmal kurz auf das Casting eingehen. Man merkt halt den Film auch an, das ist einfach so eine, es ist so eine aktuelle Produktion. Also die Figuren sind definitiv einfach nach Checkboxen abgehakt, das Casting. Also du hast halt so, wen nehmen wir als gute Hauptfiguren, da haben wir einfach den Indiana Jones, der ist gesetzt, das ist der weiße Mann, den müssen wir halt übernehmen. Aber dann zweite Hauptfigur, das ist die starke weiße Frau. So, und dann brauchen wir noch ein paar. Ja, da nehmen wir hier so den diversen Jungen und und dann braucht man aber noch eine kluge, schwarze, starke Frau, die bringen wir auch noch rein. Und das ist dann auch nämlich von dem bösen Team eigentlich die einzige, die so ein bisschen gut ist, die dann deswegen auch schnell weggeräumt wird. Und wer ist böse? Weißer Mann, weißer Mann, weißer Mann. Und die sind hier in dem Film tatsächlich buchstäblich Nazis. Also die sind am Anfang ein Team von der CIA,
aber am Ende kommt dann raus, das sind alles Nazis. Und für mich ist da, schwingt da irgendwie so ein bisschen dieses White Supremacy-Narrativ mit so. Das ist ja in den USA gerade hochaktuell. Der Biden, der hält da auch Ansprachen, Regierungsansprachen wirklich. Ja, fürchtet euch vor den Mager Extremists, sagt er. Also, ja, das sagt er wirklich. Das ist Biden-Vokabular. Das also, kann er noch sagen, okay. Spannend. Genau, fürchtet euch vor den extrem mager Leuten, also die ganz krassen Rechten hier. Und das sehe ich hier schon so. Ja. Lustig fand ich dieser eine Typ, dieser Hühne, der hat diese kleine Maschinenpistole in der Hand und dadurch, dass er so riesig wirkt, sieht es halt aus wie so eine Spielzeugpistole, aber es ist halt irgend so eine. Ja, Maschinenpistole, ja, fand ich immer sehr, musste immer sehr lachen. Ja, was gibt's jetzt noch groß zu sagen zu diesem Spielfilm hier? Also ich würde auch sagen, dass das Thema Abenteuer für mich auch zu kurz kam. Also der hat sich zu viel einfach in Städten abgespielt. Du hast am Anfang in New York ewig diese Verfolgungsjagd gehabt, dann hier in diesem, ich sag immer Marokko, ich glaube es war Marokko, ich bin mir nicht mal mehr sicher. Ah, ist egal. Die Verfolgungsjagd und so wirklich Abenteuer, dass man in einer Höhle ist oder auf einem Berg oder in einem Dschungel, das war wenig. Die waren dann hier mal in so einer Höhle. Diese Höhle vom wir wollen das jetzt gerne vielleicht spoilern. Ja, okay. Genau, ja. Sie waren dann in einer Höhle und da haben sie halt ein kleines, winziges Rätsel gelöst. Ja, und dann hatten sie schon das Artefakt in der Hand, das sie da wollten. Ja, und dann kam es auch schon eigentlich zum Finale. Ja, das zum Finale, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht was erzählen wollten, das war schon ziemlich besonders, aber da wird man vielleicht jetzt auch spoilern. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja, wollen wir das? Ist die Frage, ne? Ja, vielleicht nur so viel zum Finale. Das Finale, das ist schon ein bisschen viel. Also, die Indiana Jones Filme, die waren ja schon immer so, dass am Ende was Übernatürliches vorkam. Und ich meine, mit dem Filmtitel wird es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass man das Schicksal irgendwie ändern kann anscheinend. Ja, genau. In den alten Indie-Filmen, dann war halt dieses übernatürliche Element, da war das mal so kurz. Da zum Beispiel die Bundeslade wurde geöffnet und dem Typ schmilzt das Gesicht weg. Weißt du, aber das war eine 30-Sekunden-Szene. Oder der Indie muss mal 3 Minuten lang über eine unsichtbare Brücke gehen und den Kelch Jesu Christi finden. Naja, der eine Typ, der war ja unsterblich da, ne? Der den Kelch bewacht hat. Ist klar. Aber hier hatte das schon eine Anzugewichtung. Ich will aber nicht zu hart drauf eingehen, was da passiert. Mir persönlich muss ich sagen, ich fand es nicht zu abgehoben, weil Indy da schon immer so war, aber ich kann durchaus verstehen, wenn es einigen zu viel wäre, jetzt dieses Ende, die ähnlich wie bei einem vierten Teil, das wurde an dem nämlich kritisiert, das ist ein 15 Jahre alter Film, ich spoilere das einfach mal, da gibt es eine Stelle, da kommt dann wirklich ein Alien vor. Und das war einfach Leuten zu viel, weil die sagen, ja, Aliens, das kaufe ich jetzt nicht so ab, von mir aus kaufe ich es noch ab irgendwie von dem Jahwe die Bundeslade, aber mit Aliens ist mir zu viel. Aber dann würde ich jetzt sagen, wie gesagt, ich habe den anderen nicht gesehen, aber das wäre mir dann sogar ein bisschen drunter. Also die Sache wäre mir ja glaubhafter als Aliens. Ja. Die da passiert. Ja. Für mich auch. Für mich war es okay, aber wie gesagt, wer jetzt harter Logikreiter ist, der braucht hier vielleicht nicht reingehen. Ja. Also ich sag mal so, ich hab's nicht kommen sehen in dem Sinne. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und auch wenn es, glaube ich, so die ganze Zeit rüberkommt, es ist halt ein Actionfilm und eigentlich will ich da auch den Kopf ausschalten können. Es stört mich halt, wenn so die Logikfehler zu hart werden. Dann schaltet sich doch das Gehirn wieder ein und das verdirbt dann so die Filmerfahrung von so einem Actionfilm irgendwie, ne? Also es muss schon irgendwie noch ein bisschen greifbar sein und das ist halt hier bei dem Film. Wollen wir vielleicht zu einer Wertung kommen? Wir haben schon einige Zeit gequatscht. Wie fandst du den denn insgesamt so? Ja, er fängt gut an mit dem Vergangenheitspart. Lässt dann stark nach, finde ich. Also er hat Längen, er hat eine unsympathische Hauptdarstellerin und dann, vielleicht kann man das noch spoilern, dass das Ende sozusagen, also das richtige Ende ist auch irgendwie komisch. Also oder unbefriedigend. Ja, unbefriedigend, ja. Ja. Das hat jetzt gar nichts mit diesem Ding, was sie die ganze Zeit jagen, zu tun, das Ende, sondern es geht einfach so, was wird aus Indie perspektivisch. Naja, nee, also es
hätte man würdevoller lösen können, meiner Meinung nach. Und deswegen hat die ganze Sache so einen faden Beigeschmack. Also mit viel Wohlwollen kann ich sagen, ein mittelguter Film, aber eigentlich eher ne. Ja, also bei mir ist es ja das Ding, ich habe das schon angedeutet, Erwartungshaltungsmanagement, ich habe nichts erwartet und deswegen fand ich ihn eigentlich noch okay. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt 0 von 10 Punkten gebe, 1 bis 5 ist ein schlechter Film, 5 bis 10 ist ein guter Film und ich würde hier tatsächlich noch gerade so sagen, es ist schon ein guter Film, aber kein besonders guter. Also ich würde vielleicht 5,5 oder mit Ach und Krach 6 Punkte geben, weil wenn man jetzt wirklich das Hirn ausmacht und dann kann man das schon gucken, aber eigentlich, wenn man doch ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ist schon viel, wo man sich drüber ärgern kann. Also vielleicht sagen wir mal 5,5. So wäre jetzt meine Warte, also aber nicht mehr. Also dafür ist einfach zu viel zu kritisieren und also als Indie-Fan darf man diese Wertung gerne noch niedriger schrauben, weil dann ist man, denke ich, noch mehr enttäuscht. Ich war jetzt persönlich nie so der super riesen Indie-Fan. Ich habe die immer früher gerne gesehen, aber das ganz große Ding war für mich immer Star Wars, nicht Indiana Jones. Ja, gern gesehen habe ich die auch, auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht jede Szene durchanalysiert, was man da sehen könnte und worauf das hindeuten könnte. Also, nee. Das ist halt Popcorn-Kino gewesen. Ja. Auch Popcorn-Kino, was funktioniert hat in sich, also nachvollziehbar und glaubwürdig war. Hier war das halt alles nicht. Also diese Verfolgungsjagden, ja, nee. Das war alles ein bisschen over the top. Ja, verstehe ich. Aber gut. Wir haben es ja geschafft. Wir haben es überlebt. Genau. Hat mir Spaß gemacht, dieser Kinobesuch. Also einfach, dass wir mal wieder was zu besprechen hatten. Also mir hat die Besprechung mehr Spaß gemacht als der Film. Ja. Aber klar. So, da hat es sich ja auch schon wieder gelohnt. Ne? Das meine ich. Es hat mir Spaß gemacht, mit die Gelegenheit zu haben, mit dir wieder einen Film sprechen zu können und einfach mal wieder zusammen hier unterwegs zu sein im Kino. Dafür sind wir doch hier, in der Gemüsepfanne. Ja. Und in dem Sinne, liebe Leute, falls ihr mehr von uns sehen wollt, dann sprechen wir wie immer das YouTube-Gebet. Amen. Wir waren nicht ganz es, wird, es wird langsam. Es wird. Genau. Und ich würde dann wie immer hinter uns die Gewächshaustür schließen und euch damit verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.